Ich bin Anna-Maria. Ich promoviere an der medizinischen Fakultät hier an der Uni und ich forsche dafür für meine Promotion im Labor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie. Ich untersuche Lebergewebe. Man muss sich das immer so vorstellen, dass man im Prinzip die Leber als Organ hat. Und man hat natürlich Leberzellen und viele andere Zellen. Und drumherum ist wie so ein Baugerüst. Und das untersuche ich. Damit befasse ich mich in meiner Promotion. Ich finde Chirurgie an sich ein sehr, sehr interessantes Fach. Und man kann auch sehr viel praktisch machen hier in der Forschung. Das heißt, man muss wirklich Hand anlegen und es ist nicht alles nur so theoretisch. Mein Arbeitsablauf hier sieht so aus, dass ich ja, im Semester, während ich eigentlich auch Uni habe, so ungefähr dreimal die Woche hierher komme. Ich arbeite viel mit Gewebsschnitten, das heißt, ich habe Gewebe, sage ich mal, eingebettet und das gucke ich mir unter dem Mikroskop an. Ich habe sehr viel Spaß an den Färbungen, weil da arbeitet man mit sehr vielen verschiedenen Färbungen, die am Ende sehr schöne bunte Bilder im Mikroskop erzeugen und da sieht man auch immer direkt das Endergebnis danach. Und ich werde auch durch die Klinik unterstützt. Ich habe hier ein sehr nettes Team, mit dem wir zusammenarbeiten und das macht auch sehr viel Spaß mit allen.